Und hallo bei Außerirdisch zockt, dann seid ihr auch so außerirdisch cool. Dann guckt jetzt Ultimate Team Spezial mal wieder. Ja, ich habe da letzten, glaube ich, vor ein paar Tagen wieder ein Ultimate Team rausgeholt. Jetzt kommt heute noch Investoren. Ganz interessant, ich rede über Manchester City, Man United, über Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, die ganzen reichen Clubs, wo sie sehr viele Investoren haben. Was für ne ob das negativ, positiv ist, aber es war eigentlich negativ, weil ich mich da richtig aufgeregt habe drüber. Und ja, und heute reden wir allerdings heute über das Thema Man United. Ja, Manchester United hat ja Moyes rausgeschmissen, genau. Und jetzt habe ich mich gefragt, natürlich, wer kommt? Und da habe ich mir die Frage gestellt. Darüber reden wir. Heute ist Champions League. Atletico Madrid gegen Chelsea heute Abend 2015 oder 2045, genau. Ja, rede ich auch nochmal rüber. Köln wieder in der Bundesliga, darüber reden wir auch. Dann reden wir nochmal über mein Team, Transfer. Und ja, sonst nichts. Ich habe mir gedacht, wir zocken eine Runde dann wieder Ultimate Team und ja. Heute ist ja auch, also hier ist jedenfalls schlechtes Wetter und ich weiß nicht, ob das für morgen liegt, weil morgen spielt ja Bayern München und das ist jetzt schon spannend. Ach ja, ich bin ja fünfte Liga jetzt. Jetzt muss ich Gas geben hier. Und ja, kommen wir eigentlich jetzt zu Transfer. Ich wollte jetzt eigentlich die Liste so runtergehen, aber nö. Ich denke mal, wir machen das erstmal so, wie ich das gedacht habe. Der Transfer. Ja, ich möchte gerne, 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 gerne möchte ich. Gerne, gerne. Oh. Gerne, ja. Hab mir ein paar Verträge gekauft, musste ich haben. Ja, ich möchte gerne da, wo Martinez spielt, möchte ich gerne den Herrn. Oh, Pizarro mal wieder raus. Ja, Pizarro habe ich gerade drin hier. Oh, Benzema ist wieder fit. Das passt doch. Machen wir erstmal so wieder. Ja, genau. Ja. Ich möchte gerne Martinez weghaben. Also nicht weghaben, aber ich möchte gerne schon Schweinsteiger noch da haben. Da muss ich auch noch sehr viel Geld sparen. Dann möchte ich vielleicht noch Toni Kroos oder so. Aber Toni Kroos passt nicht in meine Mannschaft. Ja, und sonst noch in der Abwehr vielleicht Boateng für den immer auswechseln und ja, vielleicht da nochmal Koscielny oder so. Aber das kann ich alles noch machbar machen und dann vielleicht einen schwarzen Spieler nochmal haben, wie der Vigoreno, der. Da ist er. Ja, ich zock dann erstmal, glaube ich, eine Runde. Ja. Ja, kommen wir zum Thema Moyes. Ja, Moyes wurde heute entlassen. Heute? Ja, warum wohl? Also, ich habe mir die Frage gestellt, natürlich auch warum. Warum ist der Junge jetzt weg? Ich muss einmal gucken. Ja, wie zocken. Genau. Warum ist der denn weg? Der Herr Mois. Also, ich würde sagen, weil er hatte einfach zu viel Druck von Medien bekommen, englische Medien, weil die waren, Ferguson war früher Trainer. Und das kann man natürlich verstehen, ich weiß es nicht. Es ist das erste Spiel dieser Saison und Sie werden natürlich keinen Fehlstart hinlegen wollen. Es geht los bei 0. Und die Leitung des Spiels übernimmt heute Sung Kwan Cho. Ja, genau, und dann hat da Moyes eben verkackt, sag ich mal. Weil, man guckt den Champions League. Moyes war mit deiner Mannschaft Siebter. Siebter, Leute, Leute, Siebter. Er hatte 57 Punkte hatte er jetzt und bis zum ersten Platz oder bis zum Champions League braucht er noch genau 13 Punkte. Das ist unmöglich. Also wenn die nicht mal Champions League spielen, das ist schon bitter.
Philipp Lahm. Das sieht aus und wie ja, perfekt. Jetzt habe ich mich natürlich und gefragt, genau wer kommt. Ja, also einmal Gerücht Klopp. Ich so, what? Also ich habe es heute gelesen. Deswegen haben mir ein paar Quellen das erzählt. Ich habe mir natürlich überlegt, wer ist gerade noch so ganz gut auf dem Markt und so. Für mich braucht Man U jetzt einfach einen guten Trainer. Und Klopp, glaube ich, ist natürlich ein guter Trainer, aber der hat mit Dortmund Vertrag und das nicht wenig oder nicht gerade wenig vom, ich glaube 5 Jahre oder noch so, 2017 oder so ein Scheiß. Also wollen wir nichts sagen. Und Klopp hat auch schon abgesagt, haben die Medien schon gesagt. Also, gut mitgespielt. Naja, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ich würde sagen, dass Klopp das auch gut gemacht hat, weil er hat so eine klasse Mannschaft mit Dortmund. Dortmund hat gute Leute, die haben jetzt gerade Spiele gewonnen. Wahnsinn gegen Wolfsburg, Bayern, Real Madrid. Also, es läuft bei denen. Hätten sie schon früher das gemacht, alles, dann weiß man gar nicht, was der Meister geworden wäre. Ja. Vielleicht auch Dortmund, aber Dortmund hat zu viel verletzte Leute gehabt, obwohl der Kader eigentlich riesig groß ist, aber natürlich, jetzt wollen sie natürlich einkaufen, aber kommen wir wieder zum Thema Menü zurück. Ja, und dann hab ich auf einmal gelesen, Van Gaal soll kommen. Van Gaal, okay, ja, warum nicht? Van Gaal ist ja jetzt gerade bei ist Trainer der Nationalmannschaft in den Niederlanden. Da jetzt bald WM ist in 50 Tagen und er dann erstmal die WM spielt und danach zum Man U geht. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Was hat Van Gaal jetzt die letzten Jahre gemacht? Letzte Jahre war aber Bayern, hat da Sachen geholt, hat da nicht Champions, nein, Bundesliga und DFB-Pokal waren das, glaube ich, ja. Der war natürlich ein guter Trainer, hat dieses schnelle Spielen gebracht, hat diesen Ballbesitz und hat natürlich auch Spieler wie Müller, Thomas Müller, hat der hochgebracht. Man darf es nicht vergessen, von der zweiten Mannschaft Amateur hat er den Thomas Müller hochgebracht, der jetzt gerade hier spielt und gerade läuft. Der nicht den Ball bekommt. Nee, bekommt er nicht. Also Van Gaal hat ganz viel gemacht für Leute, die Karriere. Natürlich war bei Van Gaal, wenn man sich noch erinnern kann, da hat Robben niemals gepasst. Also wo er frei vom Tor, der ist immer alleine gelaufen. Und wenn man das jetzt vergleicht, die Jahre jetzt und so, es ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Aber Van Gaal wäre keine schlechte Situation, aber natürlich muss man sich jetzt die Frage stellen, Menu hat natürlich auch nicht so junge Leute mehr. Die haben ganz schön alte Leute. Oh, 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 oh. Die haben ganz schön alte Leute. Ich will ja nicht sagen, dass die alt sind. 30, okay. Aber die haben dieses Talent, Revolution, haben die verkackt, ganz ehrlich. Und deswegen ist es, glaube ich, auch Ferguson, es ist meine Meinung, Ferguson ist weggegangen, weil er geahnt hat, dass es irgendwann schiefgehen wird mit Man U. Natürlich ist Ferguson immer noch da oben, guckt sich Man U an und ist natürlich auch, glaube ich, Präsident oder sowas. Also ein ganz wichtiger Mann, der natürlich auf dem Heus gesetzt hat. Ich weiß jetzt nicht, wer die Reißleine gezogen hat. Muss ja wohl ein Sportdirektor oder dieses ganze Vorstand. Ich weiß nicht, wie es in England ist. Ich kann mich da nochmal beschäftigen. Kann ich euch gerne ein Spezial nochmal erzählen. Aber jedenfalls haben die Revolution nicht gemerkt. Und natürlich haben die ein Welbeck. Okay, ein Welbeck kann man nicht zu. Das ist ein junges Talent, muss man wirklich sagen. Aber ein Rooney, komm Leute, er ist jetzt auch nicht mehr gerade so jung. Und in der Jugend läuft es auch nicht beim Menü so.
man kann natürlich auch nicht jeden Jugendspieler reinpacken. Und das ist ja auch eben die Sache, wenn man jetzt Bayern guckt und so. Das ist, da sieht man Robben, da sieht man junge Leute, die von der Jugend von Bayern kommen. Und ist das die Frage, können die Leute von der Jugend, vom Menu, in die Profi-Abteilung packen? Ich denke mal ja, weil ein Avudici oder wie er heißt da, der Junge ist ein junges Talent, will jeder Top-Club haben. Da haben sie einen richtig guten. Ein Kagawa, der jung ist. Aber okay, dann in der Abwehr. Da haben wir einen Jones, da haben wir einen Smalling. Okay, die sind gut. Dann haben wir aber einen Ferdinand, einen Vidic. Ein Vidic geht auch jetzt. Der geht zu Inter Mailand. Oh komm, lass ihn doch nicht so frei. Also komm, das ist doch lächerlich. Und ja, ein Vidic geht jetzt zu Inter Mailand. Also da, Inter Mailand tut sich auch wieder was. Weil Inter Mailand ist genau dieses gleiche. Früher Top-Club, hat Bayern Champions-League-Finale 2009, 2010, 2009, 2008 oder 2008 oder 2009 oder sowas weggeschossen, weil sie Eto'o, Schneider und diese alle Top-Leute hatten. Und dann waren die alle weg und dann hatten sie noch alte Leute. Und das ist immer noch genauso. Das ist ja nicht schlimm. Man darf für eine Mannschaft, glaube ich, muss man jeder, man braucht einen Anführer, man braucht einen Motivationstypi, man braucht aber auch ältere Leute, die jungen Leute mitziehen, diese ganz jungen Leute, die sie als Paten sehen und die wissen ja ganz genau, warum haben sie den denn gekauft oder aus der Jugend geholt. Ja, weil er irgendwann wird er seinen Posten besetzen, aber der Spieler möchte es natürlich so gut, also der Ex-Spieler dann nachher, möchte es natürlich so gut haben, den Jugendspieler so aufzubauen oder von seiner Mentalität auch. Und ja, deswegen, da muss man aufpassen. Ich sage nicht, dass ich die ganze Zeit das sage, dass die Ferdinand zu alt ist und kein Niveau mehr hat, aber man muss natürlich gucken auf Top-Spieler und Man U hat jetzt nicht wenig Geld. Ja, natürlich haben die noch einen Van Persie. Ein Van Persie, der meine Zwecke sehr stark ist. Wir haben einen Mata geholt. Also, wir wollen nichts sagen. Ein Mata, der hat schon was drauf, der Junge. Der hat schon sehr viel drauf, der Mata. Der konnte aber leider nicht spielen, weil das auch so eine Regelung, habe ich gehört, habe ich gelesen jedenfalls. Der hat ja schon Champions League gespielt mit, ja, komm, Alter, das kann man doch nicht so freilassen, ganz ehrlich. Ja. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Nur ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ja, gibt es eine Regelung, wenn der Spieler bei dem Team schon Champions League gespielt hat, darf der, wenn der in der Wintertransferpause rüber verkauft wird, darf der keine Champions League mehr spielen bei dem anderen Verein. Weil es sonst unfair wäre für die anderen Vereine. Und deswegen hat Mata auch nicht gegen Bayern so gespielt. Ich habe mich auch immer gefragt, wo ist der Mata? Ja, der Mata hat nie gespielt. Jetzt kann er flanken. Flanke fliegt in den 16er. Naja, da sagt Benzema. Der vielen Dank. Ja. Bei einem solchen, es läuft auch für mein Team jetzt gerade schlecht, aber letztens die paar Spiele, das ist eigentlich richtig gut. Ich habe dann auch mal ein bisschen offline gespielt, also ohne Videos. Dann habe ich mich erstmal zwei Ligen hochgespielt. Und seitdem läuft das alles. Ja, das ist. Gomez. Schöne Attacke. Erster Preis. Genau, meine Mannschaft hat einen guten Ausgleich und so, dann passt das. Ja, kommen wir dann zum Thema Champions League, weil Man U, ich glaube, dass Van Gaal kommt. Ich kann das mit euch nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube es erstmal. Und jetzt gerade trainiert, wie ich gelesen habe, Giggs die Mannschaft erstmal. Das ist ja auch nur ein Spieler. Also es läuft eigentlich alles bei denen nicht so gut, wie sie das gedacht haben. Und was lustig ist, Moyes hat noch gegen seinen Ex-Club verloren.
Aha. Er hat's ausgemacht, der Typ. Oha. Finde ich immer wieder geil. Nee, dann reden wir aber nochmal über Champions League. Heute spielt Atletico Madrid gegen Chelsea. Sehr interessantes Spiel. Ich habe da mal ein Video gebracht, oder ich bringe das jetzt noch. Das muss eigentlich heute kommen, oder wenn es schon drauf, weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal gucken. Ja, da rede ich über Atletico Madrid gegen Chelsea. Ich sage eine 50-50 Chance, Prozentzahl, weil sie beide sehr gut sind. Aber ich glaube, dass Atletico Madrid weiterkommt, weil sie von Diego Costa, David Villa, Diego, wie soll er heißen, von der ganzen Taktik, von ganzen mit Simone, der Trainer, das ist eine gute Taktik. Und natürlich Mourinho, also ich sag immer noch 50-50. Ich kann keine Meinung dazu geben zu dem Spiel. So richtig, 50-15. Köln wieder in der Bundesliga. Ja, finde ich sehr interessant. Köln wieder in der Bundesliga. Gibt es auch noch ein extra Spezialvideo, weil ich das ganz cool finde, dass Roger Stilz wieder Trainer ist. Also ich meine, in der ersten Liga ist. Der ist ja von der österreichischen Liga gekommen und jetzt war er dann bei Köln und dann ist er aufgestiegen mit Jörg Schmadtke, der Sportchef, der früher bei Hannover war und mit Slomka richtig gute Sachen gemacht hat. Ja, da reden wir rüber nochmal bei einem speziellen, ja. Und ja, und das war's eigentlich. Leider, dass der schon aufgehört hat. Ich wollte eigentlich noch die Punktezahlen wieder, ja, aufholen. Ich hätte, denke ich mal, noch 4-3 gewonnen oder 3-3 oder nicht. Aber das war's. Gibt einen Daumen nach oben. Abonnieren ist kostenlos. Und ja, das war außerirdisch.